Alle anderen Parteien sind sich in den wirklich wichtigen, entscheidenden Fragen doch im Grunde einig. Nehmen wir so Sachen wie Verbrennungsverbot oder Klimaideologie oder noch mehr Massenmigration oder LGBTQ-Propaganda. Die diskutieren ja nur noch darüber, wie schnell das dabei gehen möchte. Ja, der CSU sagt jetzt nur 200.000 Migranten pro Jahr. So, also das sind nur so kleine Details, wo noch diskutiert wird. Aber im Grunde genommen, auch Abschied von der Kernenergie ist so ein Thema, sind sich alle einig. Ja, und wenn wir uns aber mal in der Welt umschauen, dann sehen wir, dass es sehr wohl auch andere Wege des Handelns gibt und dass Deutschland allzu oft der politische Geisterfahrer ist. Wir sind die einzige Partei, denen der Gegenwind der Medien egal ist und die sich traut, hier auch andere Lösungen vorzuschlagen. Hallo, meine Lieben, willkommen beim Deutschland-Kurier. Heute bei mir zu Gast Jan Nolte, der frühere Mister Bundestag, oder vielleicht sogar noch aktuelle, ich weiß es gar nicht. Die haben es nie wieder gewählt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 2017 sah ich noch ein bisschen jünger aus. Ich weiß nicht. Naja, also da hat sich nichts getan in Sachen negativ. Jan, wir duzen uns, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen. Du bist seit 2017 aktiv in der, nee, nicht, du bist schon viel länger aktiv, aber du bist seit 2017 im Bundestag. Wie ist die aktuelle Lage so? Ja, momentan bekommen wir viele Wähler, viele Neumitglieder auch dazu. An den Wahlkampfständen ist die Stimmung absolut positiv. Auch beim Plakate aufhängen, fahren Autos vorbei, hupen, halten Daumen raus. Und also wirklich ganz viel positiven Zuspruch. Man hat so den Eindruck, dass viele sich jetzt trauen, sich auch zu uns zu bekennen, die sich vorher nicht so getraut haben. Vielleicht, weil sie sehen, Mensch, 23%. Das ist schon ein Wort. Also momentan macht es wirklich Spaß, gerade weil man ja auch andere Zeiten kennt. Absolut. Jan, wir wollen heute hauptsächlich über die Hessenwahl reden, weil du kommst aus Hessen. Wo bist du? Also, nee, du bist in Bremen geboren, aber du lebst in Genau. Hessen, richtig? Oder hast So in ist Hessen lange es. gelebt? Genau, ich lebe in Hessen. Ich bin durch die Bundeswehr mal dahin gekommen. Ja, 2011 bin ich dorthin gekommen. Und seitdem lebe ich in Hessen, genau. Also hast du aktuell zwei Wohnsitze, einmal Berlin, einmal Hessen. Ja, wie es bei vielen MdBs halt so ist, ne? Man hat immer einen gepackten Koffer irgendwo, einen halbgepackten Koffer irgendwo rumliegen und pendelt natürlich zwischen Wahlkreis oder also zwischen ganz Hessen unterwegs und Berlin. Das bringt ja Beruf so mit sich, ja. Hessen liegt in der Mitte Deutschlands und ist bevölkerungsmäßig das fünftgrößte unserer 16 Länder. Warum ausgerechnet Hessen? Was bedeutet dir das Bundesland ganz persönlich? Na, ich bringe Hessen mit tollen Erfahrungen bei der Bundeswehr natürlich in Verbindung. Hessen ist auch landschaftlich sehr schön, gerade wo ich herkomme, Waldeck-Frankenberg mit dem Edersee und so. Ich bin ja mehr so der ländliche Typ, nicht der Großstadttyp. Die hessischen Großstädte werden auch immer hässlicher, muss man wirklich sagen. Gerade Frankfurter Hauptbahnhof, also wenn ich irgendwo in der Bahn unterwegs bin und könnte eine Stunde länger fahren, aber umgehe dafür den Frankfurter Hauptbahnhof, würde ich sofort machen. Ganz übel die Entwicklung dort. Das ist leider so, Kassel mit der Antifa. Aber in den ländlichen Regionen toll. Die Menschen komme ich wunderbar mit klar. Und natürlich auch den AfD-Landesverband, den ich schon lange kenne. Ich war dort JA-Vorsitzender. Man hat wirklich schon so viel erlebt zusammen. Ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Also ich muss wirklich sagen, bin erst seit 2011 da. Andere sind in Hessen geboren. Aber ich fühle mich auch aufgrund der intensiven Zeit wirklich schon verwurzelt in Hessen. Finde ich auch als Hamburger schöner als Bremen. Du hast es gerade selber angesprochen, ich habe dich im Netz aktuell ein bisschen gestalkt und dein Wikipedia-Eintrag, der erweckt so ein bisschen den Eindruck, als ob du noch als Soldat aktiv wärst. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also ich war ja SAZ 15 zum Schluss, vor 15 Jahre verpflichtet. Das würde jetzt noch bis 2024 gehen. So lange bin ich sowieso noch im Bundestag. Also ich könnte jetzt rein theoretisch sagen, ich gehe aus dem Bundestag raus, dann könnte ich noch mal kurz wieder in die Bundeswehr. Das ruht jetzt. Ja, man müsste dann darum bitten, dass die Rechte und Pflichten des Zeitsoldaten, dass man die wieder übertragen kriegt. Und dann wäre das theoretisch möglich. Ich muss aber nicht nachdienen oder so. Ja, aber 2024 ist das denn rum und das ist ja auch bald. Wir kommen zur Hessenwahl. Was sind die großen Probleme, die es als erstes anzupacken gilt? Nennen wir doch mal bitte die drei wichtigsten.
man sagt ja so schön, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Das gilt natürlich auch in Hessen. Also ganz viele Dinge, die wir im Landtagswahlprogramm ansprechen, die haben sich durch die Migration verschärft. Sei es im Bildungsbereich, wo immer mehr Klassen unbeschulbar werden, wo man als Deutscher schauen muss, wo man sein Kind noch auf die Schule bringen kann, dass es nicht verprügelt wird, weil es keine schwarzen Haare hat. Da treten ständig Eltern an uns heran, erzählen uns da wirklich schlimme Geschichten. Also ich will trotzdem mal drei Sachen nennen. Das eine ist natürlich das konsequentere Abschieben. Ja, dass wir da Abschiebehindernisse auch abschaffen, dass wir das wirklich, also das muss die Kraftanstrengung sein, für das Bundesland Hessen und eigentlich für die gesamte Bundesrepublik Deutschland endlich konsequent abzuschieben. Da stehen wir natürlich dahinter. Damit in Verbindung steht eine andere wichtige Forderung, die Polizei vernünftig auszustatten. Die muss sich endlich wieder durchsetzen können und muss auch die politische Rückendeckung für ein robustes Vorgehen haben. Ein anderer Punkt, wir wollen, dass der Verfassungsschutzchef, dass das kein politischer Beamter mehr ist, der weisungsgebunden ist und ja, von den Innenministern natürlich entsprechend beeinflusst werden kann. Naja, wir haben, also ich empfehle mal jedem, das ganze Wahlprogramm sich mal anzuschauen. Es gibt ja viele politische Felder, auf fast jedem politischen Feld leiden wir entweder unter der Migration oder unter irgendwelchen linksgrünen Ideologien. Und da haben wir überall Gegenrezepte. Was ich als einen unheimlichen Skandal empfinde, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sich sagt, die nun wirklich den vielleicht wichtigsten Job überhaupt hat in Deutschland. Die sagt sich, ach, ich probiere es mal in Hessen. Entweder werde ich da gewählt und werde Ministerpräsidentin, was natürlich nicht wird. Und wenn nicht, dann gehe ich halt zurück nach Berlin und bleibe Bundesinnenministerin. Wie empfindest du sowas? Ja, ich habe schon mal überlegt, wo kann Nancy Faeser denn weniger kaputt machen? Vielleicht kann sie als hessische Ministerpräsidentin weniger kaputt machen als Innenministerin, ich weiß es nicht. Also die Frau ist natürlich eine Katastrophe, die sollte überhaupt nirgendwo in Verantwortung sein, dass so eine Frau so einen wichtigen Posten bekommt, nicht nur wegen Schönbrunn. Das ist auch ein Skandal, ja, keine Frage. Und da sieht man wieder, wie auch der Inlandsgeheimdienst instrumentalisiert wird. Darüber könnte man eine ganz eigene Sendung machen wahrscheinlich. Die Migrationsvorstellung von ihr, ihre Nähe zur Antifa, all diese Geschichten, also die Frau ist sowohl als Ministerpräsidentin als auch als Innenministerin natürlich völlig ungeeignet. Jetzt sagt, kann, oder kann man auf die Idee kommen, früher war Ralf Stegner unser bester Wahlkämpfer, heute ist es Nancy Faeser. Das stimmt, die performt ja so schlecht und erzählt so einen Mist, dass das letztendlich wahrscheinlich uns mehr nützt. Aber so sehe ich das immer ungern, weil ich meine, die Frau hat politische Gestaltungsmacht. Und der Preis ist immer, dass Deutschland noch mehr kaputt geht. Ja, also am liebsten würde ich auf ihre Wahlkampfhilfe verzichten und dafür hätte Nancy Faeser irgendwo einen normalen Job, wo sie nichts kaputt machen kann. Ja, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also wie unernst nimmt sie denn ihren Posten, dass sie so agiert? Das kann man doch nicht machen. Nee, das ist dieser persönliche Karrierismus, der da im Vordergrund steht, dass sie weiterkommt. Das ist so, also ich meine, man kann ja nicht ihre Forderungen vertreten und gleichzeitig allen Ernstes um die Sicherheit Deutschlands bemüht sein. Da muss man ja wirklich mit komplett geschlossenen Augen durchs Leben gehen, um nicht zu merken, was die Migrationspolitik hier anrichtet und sie verschärft das noch weiter. Ich weiß nicht, was das für eine Agenda ist, aber es kann ja keine sein, bei der sie ihren Job als Innenministerin zum Wohle Deutschlands ernst nimmt. Sie versagt ja sogar dann, wenn sie versucht, irgendwie mal so etwas in unsere Richtung zu sagen. Wenn sie zum Beispiel so einen Schwachsinn raushaut, wie sie möchte die Clans abschieben und zwar in Gänze, selbst Leute, die nie straffällig geworden sind, also was ja klar verfassungswidrig ist. Also irgendwas stimmt doch mit dieser Frau nicht. Ja, das ist jetzt halt Wahlkampfgetöse. Finde ich übrigens auch interessant, dass sie im Wahlkampf so ein bisschen auf unsere Richtung einschränkt und damit eigentlich eingesteht, dass sie weiß, dass ihre Migrationspolitik all die Jahre vorher Mist war. Sie hat das ja immer offensiv verkauft als die richtige Migrationspolitik. Im Wahlkampf macht sie eine 180-Grad-Drehung. Also wenn sie all die Jahre überzeugt gewesen wäre von dem, was sie da angerichtet hat, dann müsste sie das doch umso offensiver vertreten im Wahlkampf. Das finde ich so demaskierend, ja, dass jetzt in den Wochen vor dem Wahlkampf man komplett umschwenkt und damit zeigt, man wusste die ganze Zeit, die Bürger wollen das eigentlich nicht und es schadet uns. Und deswegen tut man jetzt ganz kurz mal so, als ob man auf einmal das Gegenteil von dem macht, was man jahrelang vorher gemacht hat. Mhm.
Gehen wir doch mal die Konkurrenzparteien durch in Hessen. Warum sollten die Wähler nicht die CDU wählen bei der kommenden Landtagswahl in Hessen? Ja, die CDU ist am Ende. Ja, die hat diese Brandmauer, jetzt da erneut beschworen und merkt nicht, und das verstehe ich auch nicht, die CDU gibt es 80 Jahre lang, wie man politisch so blöd sein kann. Den einzigen, die Brandmauer schadet, ist ja die CDU. Ja. Linke zwingen die CDU damit, immer nur mit Linken zu koalieren. Und die einzige Partei, mit der sie ihre Wahlkampfforderungen jemals umsetzen könnte und mit der sie den Linken mal die Stirn bieten könnte und der linken Meinungshoheit, mit der hat sie sich selber verpflichtet, nicht zusammenzuarbeiten. Also auf ewig lässt man sich von dem Linken am Nasenring durch die Manege ziehen. Die CDU, die lebt jetzt noch von ihrer Substanz, von den Leuten, die schon immer gewählt haben und das auch im Interesse ihres Lebens tun. Aber die wird langsam immer irrelevanter. Nach und nach kapieren die Menschen, dass die CDU nie wieder konservative Politik machen kann, weil egal, was sie im Wahlkampf fordert, es gibt da am Ende nur zwei Koalitionspartner, SPD und Grüne. Und dabei kommt linke Politik raus, das haben wir gesehen. Die CDU ist am Ende. Nächste Frage brauche ich im Grunde gar nicht zu stellen, warum man nicht die SPD wählen sollte. Wie gesagt, da tritt Nancy Faeser an. Deswegen überspringen wir das. Warum nicht die Grünen in Hessen? Da kann ich nur empfehlen, mal zum Frankfurter Hauptbahnhof zu fahren, sich mal umzuschauen und sich zu fragen, ob man möchte, dass ganz Deutschland so aussieht. Und wenn man das möchte, dann unbedingt die Grünen wählen und wenn nicht, dann auf keinen Fall die Grünen wählen. Und nicht so Kleinstparteien wie zum Beispiel die Freien Wähler, die da ja kleiner sind als zum Beispiel in Bayern oder so, die Basis oder die Tierschutzpartei? Naja, das ändert eben nichts. Also das sind natürlich drei ganz unterschiedliche Parteien. Ich hatte noch nie mit jemandem Kontakt von der Tierschutzpartei. Da könnte ich nur mutmaßen, wie die sind. Das lasse ich jetzt mal bei den Freien Wählern. Die sind sehr heterogen. Bei mir im Kreistag, also da sind die Links der CDU, das würde ich also schon sagen. Wir haben keinen Gestaltungswillen und haben eben auch, also die Leute beklagen sich ja immer, dass man, egal wie man wählt, es ändert sich nichts. Ja, da braucht man die Freien Wähler auch nicht wählen. Die halten sich in den Narrativen, in dem engen Meinungsspektrum, was in Deutschland auch sagbar ist, da bewegen sich auch die Freien Wähler. Auch die wollen ja nicht anecken, Gesundheit übrigens, auch die wollen ja nicht anecken oder so. Also da ändert sich überhaupt nichts. Das kann man sich sparen, eine Stimme für die Freien Wähler. Und die Basis, auch eine sehr heterogene Partei, da hatte ich mit dem einen oder anderen schon mal Kontakt, wenn die einen Wahlkampfstand gegenüber von uns hatten. Nette Leute, sehr heterogen, aber ich glaube auch teilweise sehr kuriose Menschen mit dabei. Die Forderungen sind dieselben, zumindest auf den Wahlplakaten, die auch wir stellen. Da kann man gleich das Original wählen und hat dafür auch die Gewissheit, dass wir politischen Einfluss haben. Wir müssen ja gar nicht in die Regierung. Viel Unsinn wird einfach nur deshalb nie gemacht, weil die anderen Parteien Angst haben, dass sie uns damit stärken würden. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist eine starke AfD immer ein guter Wächter. Was diese kleinen Parteien angeht, da hat mich der Wahl-O-Mat in Bayern und auch in Hessen schlauer gemacht. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ich bin ja ein großer Tierfreund und wenn ich jetzt so eine Art Nichtwähler wäre, wäre ich vielleicht auch auf die Idee gekommen, mal die Tierschutzpartei zu wählen. Da kann ich nur vorwarnen. Das ist nämlich eine ganz, ganz linksextreme Partei. Das hat der Wahl-O-Mat ergeben. Die halten sich also keineswegs raus aus den ganzen Themen, sondern ja, die haben halt extrem linke Einstellungen. Freie Wähler hat mich auch überrascht. Die habe ich so ein bisschen eingeschätzt als AfD-Light. Nein, ist auch völliger Quatsch. Genauso wie du gesagt hast, noch links von der CDU und CSU. Und die Basis, ja, die hat sich halt mal zu Corona-Zeiten gegründet und halte ich inzwischen auch für obsolet. Jan, wir kommen zur letzten Frage. Ganz, ganz wichtige Frage. Warum sollten die Bürger in Hessen die AfD wählen, deiner Meinung nach? Weil wir die einzige Partei der konservativen Vernunft sind. Wir sind die einzige Partei, die sich traut, diesen linken Narrativen, diesen Dogmen einfach mal zu widersprechen. Alle anderen Parteien sind sich in den wirklich wichtigen, entscheidenden Fragen doch im Grunde einig. Nehmen wir so Sachen wie Verbrennungsverbot oder Klimaideologie oder noch mehr Massenmigration oder LGBTQ-Propaganda, die diskutieren ja nur darüber, wie schnell das dabei gehen möchte. Ja, CSU sagt jetzt nur 200.000 Migranten pro Jahr,
So, also das sind nur so kleine Details, wo noch diskutiert wird. Aber im Grunde genommen, auch Abschied von der Kernenergie ist so ein Thema, sind sich alle einig. Ja, und wenn wir uns aber mal in der Welt umschauen, dann sehen wir, dass es sehr wohl auch andere Wege des Handelns gibt. Und dass Deutschland allzu oft der politische Geisterfahrer ist. Wir sind die einzige Partei, denen der Gegenwind der Medien egal ist und die sich traut, hier auch andere Lösungen vorzuschlagen. Und wir vertreten all die, die auch für eine andere politische Debattenkultur stehen, dass man seine Meinung nicht mehr vernünftig sagen kann, dass viele aus der politischen Debatte rausgehalten werden aus Angst, weil sie nicht wollen, dass sie ihren Beruf verlieren oder dass man denen das Auto abfackelt etc. Das sind doch keine Zustände. Und wem das nicht gefällt, wie es hier momentan läuft, der hat in der AfD seinen Vertreter im Parlament. Jo. Ja, ich danke dir fürs Gespräch und ja, ich drücke die Daumen für die kommende Wahl. Ja, vielen Dank.